Herzlich willkommen zur Wettungsfahrerkarte Ingo Thüringen 2.0. Wir werden jetzt anfangen mit MyCyclone. Ist weit vorbereitet. Was ich noch brauche, ist ein Fahrzeug zum Verdichten und zum Verteilen. Und verteilen hauptsächlich. Wir werden mal hier gleich mal ein Stückchen fahren. Und hier werden wir gleich hier anfangen mit Crossplay, Cross zu brechen. Habe ich vorhin probiert, musste ich abbrechen. Jetzt geht das los. Also, ob mir jetzt alles klappt, einfach an. So, Vorgang Nummer 2. Manuell, mal sehen. 9. Osten sein, Westen, Süden. Hier zum Zeichnen, also ja, okay. Das wäre 75 wär so ungefähr, hat ich mal. 9 Meter Uhrzeigersinn, rundherum. Hoch, runter, weich, passt. Auch nur klappt. Kursgenerierung, ja, wieder Feld anmalen, also da. War beim letzten Mal sehr lange gedauert. Das hat nicht geklappt. Jetzt kommt wieder die Rechnungsdings da, wie lange dauert. Auch mal Beste. Das ist auch nicht mehr, wie lange, 15 Minuten dauert ungefähr. Auf die Uhr schauen. 9 nach 4. Ja, auch mal Beste, ne? Dass er mit dem klarkommt. Wenn ich normal versuchen müsste, dann muss ich versuchen, anders zu machen. Das ist hier weglassen hier. Aber ich will an sich, dass es hier so lang geht. Nachher. Das fährt sich besser ab. Da können wir Querfeld einfallen und müssen nicht drum herum fahren. Oder halt mit normalen Helfer fahren. Ne? Das würde auch gehen. Musste halt um die Ränder entsprechend nacharbeiten. Beziehungsweise in der Vorarbeit geht auch schlecht. So, das dauert mich mal schon ein bisschen lange. Hätte ich mal vielleicht auslassen sollen, dann wäre ich ruhiger gewesen. Was dauert da jetzt so lange? Wo gibt's da Probleme? Genau. Keine gute Vorzeichen, wenn man so leicht ist. Wo liegt auch ein Glas? Kein Glasmark, das kann aber auch nicht sein. Blöd ist, man kann es auch nicht mehr abbrechen. Ja, das hat ein Spiel höchstens. Jupp, weiß. Keine Rückmeldung. Ja. Also bis 15 werde ich warten, also 15 nach, wenn ich die Folge nachziehen. Ihr könnt ja vorspulen.
Mist, Mist, Mist. Nicht schön. Dafür. Dafür. Noch leer. Prost. Kalt wird. Tja. 13. Darf man wohl nichts werden. Oh. Also, nichts für ungut, ihr dürft gerne vorspulen. Richtungsänderung. Ach, meint er hier, dass hier stimmt. Ah. Jetzt zum Anfang ist er gut, aber hier das Ende, das gefällt mir gar nicht. Ja. Das wäre nicht so gut. Neuer Versuch automatisch. Und wir wären auf 4 Runden gehen. Automatisch. Neuer Versuch. Ihr dürft gern vorspulen, macht die Folge ein bisschen länger. So sagt es mir eigentlich zu. Ein guter Anfang, wenn wir drum herum fahren, ist klar. Aber mit dem können wir leben. So. Das speichern wir ab. Wenn wir nicht aufbrechen müssen, ne? Ja. Speichern mal ab, dann brauchen wir nicht nochmal rechnen. Also falls wir das die Folge nicht schaffen und ich mache dann eine Probeaufnahme, ist es nicht gespeichert, dann können wir, also beziehungsweise ich höre kurz rein, dass ich wieder kurz speichern und wieder reingehe. Die müssen ja mal nebenbei fahren, ne? So. 10 km/h, dann mal Tempomat einstellen. Ich fahre meine Waffe eingestellt, keine Ahnung warum. Später müssen wir den Kurs automatisch machen lassen, ne? Aber die ersten Dinge werden wir alleine fahren, weil das können wir ausmachen, brauchen wir nicht. Persönlich würde ich auch mit Autoreife versuchen, aber das ist mir erstmal persönlich noch zu unerfahren. Wir müssen wir mal testen, ja, aller Ruhe. Aber wir haben keine aller Ruhe, ne? Das heißt, heute wollen wir mal ein bisschen länger machen. Aber ihr könnt ja mal ein bisschen vorspulen, das ist nicht ein Problem. Aber die Zeit zum Berechnen ist ja noch ein bisschen. Steht da ein Baum im Weg. Aber das sollte kein Problem sein. Dann fahren wir halt, ne? Wir bauen noch ein Fahrzeug zum Verdichten. Durch den Baum durch, ne? Ja, genau. So, ich hoffe, die Musik passt. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Und ich hoffe mal, dass die Fahrzeuge nicht so laut sind. Ansonsten gleich rein. Mein Glück, ich nehme mir 14 Folgen voraus auf. Ist meistens zu spät. Zum gleich reagieren, aber bei der Marsch war die erste Folge leider etwas, sag mal, verhunzt vom Klang her. Also da war etwas faul. Leider kenne ich mir dann nicht so gut aus mit OBS.
Ich muss halt mal irgendwann wieder von vorne einstellen. Null. So. Das ist jetzt das Problem. Das ist nicht mein Feld, ne? Nö. Dann fahren wir rüber, ne? Die sagen, oh, darfst du nicht mehr fahren. Hast ja recht, aber so. Schön, gleich muss ich verteilen. Hätte man gleich außen fahren sollen. Ich war ein bisschen zu schnell. Ja, da geht was rein. Später fahren wir mit Kursblick ein. Hoffen, dass der ein bisschen hilft. Bin da. Hier wäre ein zweiter Mann oder dritter Mann nicht schlecht. Aber ist nicht. Das macht es ja auch nicht so einfach, weil im Prinzip jeder muss halt Zeit haben dafür, ne? Wenn man zu der Zeit vor der anderen auch Zeit hat. Und das. Da war ja nicht. Da ist so eine komische Stelle am Acker. Das ist irgendwie. Kommt so nicht klar. Aber das soll uns nicht stören, ne? Ich habe mal gesehen, da gibt es so eine Ballenpresse, die im Prinzip aus Mais auch Ballen macht. Aber es gibt auch wieder einen Häcksler, der das praktisch in so einem großen, naja, Anhänger kippt. Und dann wird das da gespeichert und dann. Oh, oh. Da wieder rauskommen. Dann fährt der natürlich die Runde voll rum, ne? Hat die Seemaschine ja nicht interessiert. Ja. Wenn wir nacharbeiten dürfen, können, sollen, dann wäre das für uns besser gewesen. Wir haben ein bisschen mehr geerntet. Hier ist ein Specht zu Hause. Und noch kein Fliegen sehen hier. Nur die schwarzen Vögel. Pro schwarze Vögel. Da habe ich keine gesehen. Also. Das wird mindestens eine 20 Minuten Folge. Gehen wir noch 5 Minuten drauf. 5 Minuten drauf. So. Ja, der Specht klopft. Da sind die Käfer im Wald, da muss bald Fällen kommen. Ja, hier können wir gut wenden. Das ist Wiese. Oh, voll. Da wird ja lustig mit mir hier alles schön die BGA kippen. Ah, kriegen wir hin, ne? Hab schon überlegt. Ich habe auch mal einen gesehen, der hat eine Maus verwendet. Den Rübensammler. Es
gehen mal leicht nach rechts. Und wir fangen ein bisschen früher an Aufzug. Wir müssen ja sowieso entsprechend hier reinfahren. Wenn wir lange Finger haben hier. Jetzt schnell fahren. So, meine Sorge ist hier, dass die Silos backen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es weit ist, ne? Ja, deswegen schöne Breitreifen. Hat der vorne Gewicht dran? Ja, ich glaube, er hat auch ein ganz schweres Gewicht. Ja, extra schweres Gewicht genommen, weil dadurch verdichten die Traktoren gleich mit. Und wie gesagt, ich muss noch mal in der nächsten Folge muss ich den Kurs einfahren. Also ist im Grunde nicht schwer. Aber man muss es erstmal machen, ne? Dass hier natürlich was stehen lassen wurde, verstehe ich nicht. So, war der zweite Anhänger. Wir sind mit Kurslehmer und zwei Fahrzeugen auf jeden Fall. Wir haben die Null. Da blicke ich nicht durch, da habe ich irgendwas gemacht, was hinterher immer in Null kommt. Obwohl ich eigentlich den Lohn zahlen müsste. Für Kursplay. Und ich weiß nicht was, keine Ahnung. Aber solange er nicht abstürzt, ist man okay. Wenn Outreif zusammenhängt, ich weiß es nicht. Ich müsste mal irgendwann. Das ist eine Woche alte Version vom Kursplay und vom Outreif. Ich wollte nicht so oft wechseln, weil im Prinzip mehr immer Risiko bei ist, dass da was nicht funktioniert. Ja, wir haben Mitte Sommer haben wir jetzt. Das heißt, ja, bald die Ernte kommen, ne? Ich denke mal spät im Sommer wird die unsere Getreidefelder kommen. Da rechne ich mal ganz stark damit. In zwei Tagen die Getreidefelder da sind. So. Dann gleich wieder voll und dann geht's zurück. Und dann sehen wir der, dass wir einen Kurs eingefahren kriegen, dass es automatisch geht. Zumindest eine Hilfe da ist, damit wir uns um den Verdichten kümmern können und verteilen. Unseren Bodennebel, ne? Ist das typisch oder ist das Absicht? So.
Wir müssen dann sowieso näher reinfahren und alles schön verteilen. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winkel winkel. Ciao, ciao. Zur nächsten Folge geht's weiter, ne? Das ist dann heute noch. Seid mal tschüss, bis dann. Tschüss. Danke fürs Reinschauen.